Maximilianeum, Maximilianstraße, Rondell, Max-II-Denkmal, Maximilianstil. Alles ist vom Namen des dritten bayerischen Königs okkupiert. Die Geschichte ist nie gerecht, sie dient nur den Mächtigen. Wer aber kennt Bürklein? Friedrich Bürklein? Den Mann, der die mehr als diffusen Wünsche des Königs umgesetzt hat in Gestalt, der sie in eine unglaublich schöne Form gebracht hat, der Architekt, der für München das Quartier geplant und gebaut hat, wo München wirklich Weltstadt ist. Von Friedrich Bürklein spricht man nicht, ihn hat die Stadt vergessen. Die Maximilianstraße, Münchens schönste Straße, Münchens einziger Boulevard, Münchens Toplage mit dem teuersten Hotel und den teuersten Geschäften, mit Oper und besten Theatern, Cafés und Bars, die Straße der feinsten europäischen Modegeschäfte, der wichtigsten Industrie- und Handelsagenturen aus aller Welt, die Straße der großen Zaren, der Werbebranche und der wichtigsten Kunstgalerien, die Straße mit den höchsten Mieten und den höchsten Grundstückspreisen in Deutschland, die Straße, in die alles drängt, was Rang und Namen hat oder haben möchte, der Laufsteg der Schönheit und der Eitelkeit, sehen und gesehen werden. Die Münchner Maximilianstraße hat dieses gewisse Etwas, das nur ganz wenige Straßen in Deutschland haben und für das es bezeichnenderweise gar kein deutsches Wort gibt. Flair, Charme, Atmosphäre. Das, was Straßen zu Persönlichkeiten macht, zu einprägsamen, sehr besonderen Orten. Urbanität, die Lust am Leben in der Stadt und das auf höchstem Niveau. In Deutschland etwas ungemein Rares, hier ist es gelungen. Und als krönender Abschluss, als Point de vue, die Gloriette des Maximilianeums, das architektonische Symbol der bayerischen Landespolitik, heute der Bayerische Landtag und unübersehbar davor der König. Wo blieb der Architekt? Friedrich Bürklein wurde 1813 in Bürk bei Dinkelsbühl geboren, als Sohn eines Lehrers. Begabt zum Zeichnen, schickt man ihn als 15-Jährigen nach München zum Studium der Architektur. Ludwig I. ist damals König, der Klassizist Klenze, unumschränkter Herrscher des Münchner Bauwesens. Seine eigenen Schülerarbeiten zu einem Tempel zeigen aber schon den Generationenumbruch in der Gesinnung. Da wird aus einem griechischen Tempel ein Wald von Säulen um einen kleinen Innenhof herum mit einem Brunnenbecken, ein Bauwerk ohne Nutzen, nur zur Empfindung, ein völlig romantischer Gedanke. Und der junge Bürklein erlebt es, wie schnell sich die Gunst der Könige wandelt. Er wird Zeuge des Sturzes von Klenze und des Aufstiegs seines Akademielehrers Friedrich von Gärtner. Gärtner wird sein Vorbild. Er signiert wie Gärtner und er entwirft wie Gärtner. Und Gärtner nimmt den begabtesten, aber auch den ärmsten seiner Schüler in sein Atelier auf. Bürklein entwirft und zeichnet mit an der Ludwigskirche, an der Staatsbibliothek, an der Fortführung der Ludwigstraße. Er vertritt seinen überbeschäftigten Lehrer bei Vorlesungen und übernimmt die Baudurchführung der Salinendirektion. Er begleitet Gärtner zum Schlossbau nach Athen und wird sein wichtigster und bedeutendster Schüler. Die größten Chancen hatte ein junger Architekt damals beim Bau der neuen Eisenbahnen. Da begann ein neues Zeitalter mit einer völlig neuen Technik, einer neuen Mobilität, einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Zwischen 1844 und 1846 plant Friedrich Bürklein etwa 40 Bahnhöfe zwischen Kaufbeuren und Nürnberg und München und Augsburg. Sein schönster noch erhaltener Bahnhof ist der von Staffelstein geworden. Eine Art vornehmer Villa, in der Form einer Basilika aus Sandstein gebaut, heute noch der wohl schönste Bahnhof in Bayern. 1847 bis 1849 plant und baut Bürklein den neuen Münchner Hauptbahnhof draußen vor dem Karlstor, wieder in der Form einer Basilika mit Pavillonbauten links und rechts, mit Glockenturm
und der großen Uhr wie die Rosette eines Kirchenfensters. Birklein war gerade zurück von einer Reise durch Belgien und Frankreich, um dort die modernsten Bahnanlagen zu studieren. Und es ist doch etwas sehr Eigenes, sehr Münchnerisches geworden. Ein Bau ohne Protz, mit der südländischen Heiterkeit und Festlichkeit, wie sie Gärtner mit seinem Rundbogenstil in die Ludwigstraße gebracht hatte. Die Fassaden waren mit Terrakotta-Ziegeln verkleidet, in warmen, rötlichen und ockerfarbenen Schichten. Das erinnert an Gärtners grandiose Salinendirektion, für die er Birklein ja mit Planung und Bauausführung beauftragt hatte. Das Radfenster der großen Uhr war eine Sensation. Es wurde nachts von rückwärts erleuchtet. Wie ein Weltwunder bestaunten die Zeitgenossen aber die riesige Einstiegshalle. 111 Meter lang und 29 Meter weit hat Birklein die 5 Gleise des Kopfbahnhofs mit einer gigantischen Holzkonstruktion überspannt. Getragen wurde die Halle von 24 Halbkreisbogen. Jeder bestand aus 400 Bohlenstücken aus Eichenholz, die mit je 10.000 Eisennägeln zusammengehalten wurden. Die kühnste Ingenieursleistung vor den großen Eisenkonstruktionen in Bayern. Der Münchner Bahnhof machte Birklein mit einem Schlag in ganz Europa bekannt. Und auch der neue bayerische König Maximilian II., der ein leidenschaftlicher Eisenbahnfahrer und Förderer des Bahnbaus und aller Technik in Bayern war, wurde auf ihn aufmerksam. Die Münchner Schützengesellschaft war durch den Bahnhofsbau von ihrer alten Schießstätte vertrieben worden. Die neue Schießstätte durfte Birklein an markanter Stelle über der Theresienwiese bauen, ganz in der Nähe der Ruhmeshalle und Bavaria des großen Klenze. Noch 70 Jahre später rühmt der Bayerische Architektenverein Birkleins Schießstätte neben seinem Bahnhof als bestes Werk der Epoche. Die Schießstätte ist leider verloren, genauso wie die Bomben des Zweiten Weltkriegs fast nichts von der großen Zahl der privaten Wohnhäuser übrig gelassen haben, die Birklein in München zwischen 1843 und 1852 gebaut hat, vor allem an der neuen Amalien- und Theresienstraße. Es waren durchweg sehr noble, hochherrschaftliche Mietshäuser, meist im italienischen Rundbogenstil, von der Kritik hochgelobt, von Mietern gesucht, wegen ihrer guten Grundrisse und ihres zweckmäßigen Komforts. Birklein brachte zahlreiche Neuerungen in den Münchner Wohnungsbau, Balkone, Erker, die Verblendung mit Terrakottasteinen, tiefere Baukörper und gesteigerte Stockwerkszahlen. Das brachte eine bessere Nutzung der Grundstücke. Sein Schicksal aber wird der neue bayerische König, Maximilian II., auf den antike besessenen Klassizisten Ludwig I. folgte ein durch und durch deutsch denkender Romantiker und Philosoph auf dem Thron, der die bayerische Landschaft liebt, die Alpen, die Seen, der sich am liebsten zurückzieht in neu gebaute altdeutsche Burgen hinter gotische Zinnen und Türme von Hohenschwangau und Schlossberg. Ein Liebhaber der Natur, der damals bereits sensibel spürt, dass es der wachsenden Haupt- und Residenzstadt München vor allem an Natur fehlt. Der erste Auftrag des neuen Königs an Birklein ist erstaunlicherweise ein großes Projekt zur Verschönerung von München, mehr Grün für München. Einen ganzen Grüngürtel entwirft Birklein rings um die Stadt, ein unglaublich fortschrittlicher Plan, der leider nicht durchgezogen wird. Aber immerhin, für eine Lieblingsidee des Königs reichen die Kraft und das Geld, für eine neue Prachtstraße von der Stadt zum anderen Ufer der Isar. Und auf Birkleins Plan sind die bis dahin kahlen Isarhänge am Gasteig bereits als weitläufige Parkanlage mit verschlungenen Wegen eingezeichnet, rings um das spätere Maximilianeum. Um möglichst viel Landschaft und Grün in die Innenstadt hereinzuziehen, schlägt Birklein vor, den neuen Straßenzug nach der Hälfte zu einem großen öffentlichen Garten zu erweitern. Die Mitte haltend zwischen Park und gewöhnlichen Alleeanlagen, wie dies erreicht scheint, durch die Champs-Élysées in Paris, formuliert er. Nach dem Isar-Athen des Vaters, nun ein Isar-Paris des Sohnes.
700 Jahre nach Heinrich dem Löwen sollte die Stadt mit einer zweiten Brücke endlich großstädtisch herüberwachsen in Richtung Osten auf das andere Isarufer. Und als krönenden Abschluss der neuen Prachtstraße, als neue beherrschende Krone über der ganzen Stadt, dachte sich Maximilian eine Schule für die besten Köpfe des Landes. Das Athenäum nannte er es jahrelang, bis man ihm nahelegte, es doch lieber Maximilianeum zu nennen. Der König wollte aber sehr viel mehr als nur ein schönes Gebäude. Er wollte mit diesem Bauwerk ein Problem lösen, das ihn schon seit Jahrzehnten beschäftigte. Er wollte einen neuen Baustil mit dem Maximilianeum und mit der Maximilianstraße in die Welt setzen, einen neuen zeitgemäßen Stil, in dem die Ideen und Bestrebungen der Gegenwart verkörpert wären. Einen Stil, den es noch nicht gab. Ein titanisches Unterfangen. Auf den ersten Plänen Bürkleins zur neuen Straße gibt es nur vage Umrissformen. Nur der Straßenverlauf war klar, Dimension und Proportion. Feinsäuberlich ist mit dem Federmesser ausradiert, was der neuen Schneise im Wege stand. In welchem neuen Baustil aber die Häuser gebaut werden sollten, das wollte König Max mit einem Preisausschreiben lösen, das die Königliche Akademie der Bildenden Künste in deutscher, französischer und englischer Sprache in ganz Europa versandte. Das Ergebnis war enttäuschend. Nichts gefiel dem König. Dafür erkannte er immer deutlicher, dass er den geeignetsten, fantasiereichsten Architekten ja bereits in nächster Nähe hatte, Friedrich Bürklein, dessen Bahnhof ihm so gut gefiel, wurde der auserwählte Architekt des schwierigen Königs. Sozusagen als erste Probe für den neuen Stil gab Max Bürklein die Aufgabe, für eine königliche Gebäranstalt, eine Frauenklinik für Schwangere und Wöchnerinnen an der Münchner Sonnenstraße, eine neue Fassade zu entwerfen. Auffällig ist wieder die Verkleidung mit gebrannten Terrakottasteinen und die durchgehenden spitzen Bogenfelder, die dem Block etwas Aufsteigendes, in die Höhe Ziehendes geben. Eine der Grundvorstellungen des Königs, er wollte weg vom breit und schwer gelagerten Monumentalstil des Klassizismus seines Vaters. Heute steht dieser Probebau des Maximilianstils durch Robert Vorhölzer 1929 kongenial umgebaut zu einem Postcheckamt, verlassen wie ein Bote aus einer anderen Welt inmitten der langweiligsten Nachkriegsarchitektur der 50er, 60er Jahre unseres Jahrhunderts an der Sonnenstraße. Freilich war nach dieser Probe auch klar, dass diese festlichen Terrakotta-Fassaden für die neue Maximilianstraße unerschwinglich waren. Vor allem die privaten Bauherren, die man ja vor allem brauchte, um den langen Straßenzug zu füllen, konnten sich eine solche Architektur gar nicht leisten. Also übersetzte Bürklein seine Intentionen von einem neuen Maximilianstil auch auf machbare Sparentwürfe mit Ziegelmauern, mit Kalkmörtel verputzt und zugestrichen, wie es in München preiswerter, altbewährter Brauch war. Auch einen Arkadengang zum Promenieren und Flanieren sollte jedes Haus erhalten. Da opponiert eine junge Generation gegen die alte. Klenzes Fassade der Hauptpost hat zum Beispiel eine Loggia hinter Säulen, feierlich, aber leblos, nicht betretbar, nicht benutzbar, reine monumentale Form. Daneben stellt Bürklein als Auftakt seiner neuen Straße den Neubau der königlichen Münze, heiter, leicht, locker, eine fröhliche Festlichkeit und Arkaden, die man wirklich benutzen kann, mit Läden und Schaufenstern dahinter, ein Raum zum Bummeln und Flanieren, Architektur zum Leben und zum Anfassen, zum täglichen Gebrauch. Deutlicher konnte der junge Architekt sein Kontrastprogramm gar nicht vorstellen. Um Himmels Willen, keine zweite Ludwigstraße, hieß das. Nein, diese neue Maximilianstraße, in sie sollte das Leben einziehen, diese Straße sollte etwas Fröhliches, Leichtes, Beschwingtes erhalten. Alles Pompöse, Steife und Monumentale der Ludwigstraße sei strikt zu vermeiden. So will es auch der junge König Maximilian. Er hasst das,
Da steckt natürlich auch der Konflikt des Sohnes gegen den Übervater mit drin, diesen größten Bauherrn des Klassizismus. Alles Frostige, Schwerfällige und Strenge ist bei der neuen Architektur zu vermeiden, fordert er immer wieder. Vor allem die Arkaden hatten den Sinn, dieses Luftige, Leichte den Bauten zu vermitteln. Aber diese Arkaden gelangen nur bei den großen staatlichen Bauten. Schon an den ersten bürgerlichen Bauinteressenten scheiterten der König und sein Architekt. Zu viel Raumverschwendung, zu viel Renditeverlust und schlechte Belichtung, klagten die Bauherren. So zeichnet Bürklein sichtlich enttäuscht schöne, hölzerne Schaufensteranlagen mit geschnitzten Feldern für noble Geschäfte in die Arkaden hinein. Die spitze Bogenreihe der heutigen Schaufenster und Ladeneingänge ist die Erinnerung an die nicht zustande gekommene Arkade. Und sie ist trotz allem das charakteristische Markenzeichen der elegantesten Geschäftsstraße Münchens geblieben. Und es ist dem Architekten trotz dieser Änderung gelungen, den Herzenswunsch des Königs zu erfüllen. Keine hohen, verschlossenen Sockelgeschosse. Nein, im Gegenteil, die Häuser öffnen, aufmachen, einladen, Freiheit, Neugier, Leben, ein und aus, schauen, gaffen, staunen, sich treiben und hineinziehen lassen. Zeitgemäße Architektur wünschte der König und er ließ erstaunliche Sätze dazu formulieren. Als die Grundidee unserer Epoche kann man teilweise bezeichnen das Streben nach Freiheit, freier Entwicklung und zwangloser Übung aller physischen und moralischen Kräfte. Erstaunlich, ein Satz für einen Monarchen kurz nach den revolutionären Unruhen von 1848. Aber wie sah eine freie, zwanglose Architektur aus? Bürklein entwickelte klare, konstruktive Fassaden ohne jedes Imponiergehabe, ohne bombastische Säulen, ohne protzige Gesimse, ohne gewaltige Vor- und Rücksprünge. Dafür mit einer ungemein zurückhaltenden Dekoration, alles sehr flächig, sehr grafisch, sehr zurückgenommen. Ganz zarte, filigrane Dachabschlüsse unter den vorgezogenen Dächern. Sie strecken die Häuser. Offen sollen die Häuser sein. Und so öffnen hochgezogene, weite Fenster die Wände. Die Andeutung einer Spitzbogenbekrönung und zart gegliederte Brüstungsfelder unter den Fenstern steigern optisch noch einmal die Höhe und Schlankheit dieser Öffnungen. Wand ist nicht wichtig, Leichtigkeit ist gefragt. Im März 1854 erließ König Maximilian eine Reihe von Bauvorschriften für die neue Straße, um eine einheitliche und harmonische Wirkung der ganzen Straßenanlage durchzusetzen. Die Ausführung hat genau nach den von mir genehmigten Fassadenplänen bzw. den hiernach angefertigten Modellen zu geschehen. Den ersten privaten Bauherrn an der neuen Maximilianstraße, den Schriftgießer und Buchdrucker Lorenz, konnte Bürklein wenigstens noch dazu bewegen, die so sehr gewünschten Terrakotta-Ziegel an den Strecklisenen und an den wichtigsten architektonischen Elementen an Fenstern, Toren und Gesimsen zu verwenden. Nach zögerlichen Anfängen meldeten sich bald genügend Bauherren, die die Chance erkannten, hier ein todsicheres Renditehaus mit Geschäften und 4 Stockwerken mit Mietwohnungen in bester Lage zu bauen. Eine Straße mit solchem Anspruch, direkt hinter Residenz und Oper gelegen, unmittelbar am Zentrum, mit Richtung auf ein zukünftiges Neubaugebiet, das konnte ganz einfach nicht schiefgehen. Wer Augen im Kopf hatte und Geld im Portemonnaie, der baute hier ein Zinshaus. Es gab keine bessere Kapitalanlage im damaligen München. Von der Ludwigstraße hatten die Münchner Bürger die Hände gelassen. Hier aber entstand eine ganz und gar bürgerliche Mischung, wie das König Maximilian gewünscht hatte. Viele Bauherren kamen aus der Bauwirtschaft, der Herr Maurermeister Jahnke, der Herr Maurermeister Hirschberger, der Herr Kalkofenbesitzer Walser oder oberer Mittelstand wie der Herr Privatier Holzinger, der Herr Fabrikant Riemerschmidt,
Der Herr Tuchfabrikant Röckenschuss, der übrigens 1857 eine Nutzungsänderung für seinen Rohbau beantragte und das Mietshaus zu einem Hotel zu den vier Jahreszeiten umbaute. Auch das ein deutlicher Akzent der neuen Welt an der neuen Straße. Man stelle sich ein Hotel in der Ludwigstraße vor, absurd. Es war übrigens der einzige Bau, den Bürklein nicht plante, sondern sein Berliner Kollege Gottgetreu. Die neue Prachtstraße hatte eine enorme Länge, allein vom Max-Joseph-Platz bis zur Isar, über 1,5 Kilometer, genau 1664 Meter. Und nach der Mitte öffnet sich die Straße 82 Meter breit zu einem riesigen grünen Forum, einer platzartigen Erweiterung mit Grünanlagen, 379 Meter lang. Bürklein hatte bereits in seinem ersten Entwurf von 1851 die Anlage eines großen öffentlichen Gartens mit Vergnügungsplätzen, mit reizenden Blumenparterres und Bosketts als ein Bedürfnis bezeichnet. Ein würdiger Bauplatz, schrieb er, für öffentliche Bauten und Monumente, ein Korso, ein Sammelplatz der gebildeten Welt, gleich den Champs-Élysées. Konditoreien, Café- und Speisehäuser, Säle für Musikfeste und Volkstheater, Zirkus, öffentliche Bäder etc. Nun, vieles ist auf der Strecke geblieben. Cafés, Bars und Restaurants hat es aber immer am Forum gegeben. Als größtes und repräsentativstes Gebäude am Forum entwarf Bürklein die neue Regierung von Oberbayern. Am 28. November 1856, dem 45. Geburtstag König Max II., wird der Grundstein gelegt. Hier konnte Bürklein nun zum ersten Mal aus dem Vollen schöpfen und seine idealen Vorstellungen von einem neuen Maximilianstil umsetzen. Hier war ihm endlich eine Fassade wieder ganz in Terrakotta-Elementen möglich, die drüben am anderen Isarufer in einer Ziegelei in Bogenhausen unter seiner Leitung gebrannt wurden. Die endlose 157 Meter lange Fassade ist ungemein fein und filigran aufgelöst durch große gotische Fensteröffnungen und fest und sicher gegliedert durch turmartige Pavillons und Sechsecktürme. Das Ganze gerahmt und gefasst durch eine fast goldschmiedartige, fein ziselierte Dekoration. Der Bau der Regierung trug Bürklein aber zum ersten Mal deutlichen Ärger ein. Der Bau dauerte 8 statt 4,5 Jahre, weil die Mittel zum Weiterbau nie rechtzeitig genehmigt wurden. Der König hat den Bau nicht mehr fertig erlebt, die Baukosten wurden überzogen, der Makel blieb an Bürklein hängen. Noch sehr viel verletzender aber wurde für den Architekten der Bau des Taubstummeninstituts und eines Gymnasiums genau gegenüber der Regierung. Hier die Pläne von Bürklein. Das Gebäude war 1858 fast fertig. Da entschied der König, an dieser Stelle ein neues bayerisches Nationalmuseum zu bauen. Die Gerüste wurden wieder aufgestellt und das fertige Institutsgebäude wieder abgerissen. Eine blamable Entscheidung, die den Spott ganz Münchens hervorrief, besonders der Architektenszene, und an Bürklein hängen blieb, nicht am König. Was aber noch viel tiefer traf, das neue Museum baute nicht Bürklein, der durch die komplizierten Baumaßnahmen an Regierung und Maximilianeum gebunden war, sondern Eduard Riedl erhielt den Auftrag, ein Gärtnerschüler und Mitarbeiter wie Bürklein. Die Entscheidung war bedauerlich, denn zwischen beiden Architekten lagen Welten. Was Bürklein zu einer kraftvollen Synthese geriet, das wurde bei Riedl nur bombastischer Theaterdonner. Ein Sammelsurium allzu vieler Zutaten, eine total zu dekorierte Bühnenbildarchitektur. Aber genau dies gefiel leider dem König. Wie alle Laien war er mehr an bildhafter Symbolik, an ablesbarer Dekoration interessiert, als an reiner, exakter Form. Der König schätzte von da an Riedl. Er bedenkt ihn sogar in seinem Testament. Bürklein erwähnte er mit keiner Silbe. An den Nachbarbauten spürt man wieder die exakte Handschrift von Friedrich Bürklein. Er ist kein Dekorateur,
ersetzt immer mit einfachen, klaren architektonischen Mitteln seine Ordnung. Wir greifen jetzt etwas voraus, aber es ist sehr bezeichnend. Eduard Riedel wird für den Sohn Max II. Neuschwanstein entwerfen. Neuschwanstein und Bürklein, das ist völlig undenkbar. Bürklein hatte bei Märchenkönig Ludwig II. Keinerlei Chance. Für Bürklein galt eine Maxime des Maximilianstils unumstößlich. Zeitgemäße Architektur, das war praktische Zweckmäßigkeit. Komfort des Lebens, Einfachheit und Schönheit, verbunden mit dem möglichsten Haushalte in den Mitteln, hieß es. Die Regierungszeit Maximilians II. War keine reiche Epoche. Es war eine sehr sparsame, sehr haushälterische Zeit. Kaum irgendwo in den bürgerlichen Häusern an der Maximilianstraße wird offener Luxus zur Schau gestellt. Der orientalische Zauber dieser Holzeinbauten ist eine ausgesprochene Rarität. Sonst gibt es kaum irgendwo einen üppigen Stuck an den Decken. Türen und Fenster sind fast von serienmäßiger, einfacher Industrieproduktion. Die gegenwärtigen Verhältnisse sind nicht derart, dass immense Werke wie die der Ägypter oder des Mittelalters entstehen könnten, war im Programm zu einem zeitgemäßen Baustil formuliert. Daher dürften an die jetzige Architektur keine Ansprüche auf Grandiosität und Überschwänglichkeit gemacht werden. Die Architektur müsse sich damit begnügen und ihre Stärke darin suchen, den Menschen eine angenehme Umgebung zu schaffen. Nun, das war doch ein sehr erstaunliches Programm. Man wünschte, es stünde aktuell formuliert in einem Bauprogramm der Bundesregierung von 1996. Bürklein jedenfalls erfüllte es. Und er bot seinen Bauherren, was sie brauchten, eine finanzierbare und machbare Architektur, verglichen mit den Luxushäusern der späteren Gründerjahre und des Jugendstils, wirken sie spartanisch, aber sie funktionieren und sie halten bis zum heutigen Tag. Seine platzsparenden, eleganten Treppenhäuser wirken heute noch wie bester alter Schiffsbau. Und in der Verwendung von Eisenguss und industriell vorgefertigten Teilen zeigt er sich als Vorläufer eines höchst modernen Wohnungsbaus. In 10 Jahren, zwischen 1854 und 1864, waren die über 1,5 Kilometer nagelneuer Prachtstraße beplant, bebaut und bezogen. Eine unglaubliche, unfassliche künstlerische, planerische und organisatorische Leistung für einen Architekten, der im Grunde noch so arbeitete wie in der Antike, mit Kerzenlicht, mit Handarbeit, mit einem Büro von 2 Zeichnern und einem Buchhalter. Eigentlich müsste er, Friedrich Bürklein, in dieser Straße ein Denkmal haben. Der König ist unübersehbar. Das Denkmal von Caspar von Zumbusch haben weder Maximilian noch Bürklein im Entwurf gesehen und beeinflusst. Es ist sehr viel später, erst 1875, entstanden. Aber es ist ein Glücksfall geworden für das Gesamtkunstwerk Maximilianstraße. Zumbusch hat den Charakter und den Maßstab der Straße kongenial erfasst und gesteigert und eines der besten Denkmäler des Historismus geschaffen. Ziel und Ende der Maximilianstraße, das Maximilianeum, die neue Akropole Münchens, die neue Krone der Stadt, die Gloriette, wie ein feenhaftes Traumschloss schwebt sie über dem Wasser der Isar, über den Kronen der Bäume, wie gewünscht von Maximilian, kein Schloss, keine Demonstration königlicher Macht, sondern eine Verherrlichung des Geistes. Ein Bildungstempel dieses Landes und der talentvollsten bayerischen Jünglinge jeglichen Standes, wie es hieß. Bayerns hoffnungsvollen Söhnen bauet Max hier ein Asyl.
dichteten die Zeitgenossen. Mit diesem Lieblingsbau des Königs hatten sich all seine Wünsche und Ideale um einen neuen zeitgemäßen Baustil verknüpft. Aber was war zeitgemäß? Er war ein Kind seiner Zeit und niemand kann aus seiner Zeit aussteigen. Einen neuen Baustil konnte er sich nur in Opposition zu den griechischen Tempeln seines Vaters deutsch vorstellen. Man möge doch bitte das Formenprinzip der altdeutschen sogenannten gotischen Architektur nicht ganz aus den Augen lassen, bettelt er immer wieder seine Architekten. Und Bürklein entwirft auch das Maximilianeum 10 Jahre lang wunschgemäß in einer Art spätromantischer, verklärter und verfremdeter Gotik. Wenige Wochen vor seinem Tod wirft der König alle Planungen um, all seine jahrelangen Anordnungen und Grundsätze schmeißt er über den Haufen. In einem 4-Augen-Gespräch mit Bürklein will er die Fassade des Maximilianeums plötzlich nicht mehr in Gotik, sondern in Renaissance. Obwohl ohne Zeugen abgesprochen, fühlt sich Bürklein diesem letzten Wunsch des Königs verpflichtet, ändert die Spitzbögen in Rundbogen und verändert Gesimse und Dekorationen im Stil einer schlichten italienischen Renaissance. Auch diese Veränderungen wurden Bürklein als Schwäche, als ratloses Hin- und Herlavieren ausgelegt. Ja, der Tod des Königs und das Desinteresse des jungen Nachfolgers Ludwig II. Öffnete alle Schleusen von lange angestautem Kollegenhass und Neid. Aus allen Ecken krochen sie auf einmal, die Kritiker und die Syphisanten. Es begann eine Hetz- und Rufmordkampagne gegen Bürklein, die in der Kunstgeschichte einzigartig ist und menschlich ein sehr beschämendes Bild von berühmten Architektenkollegen und Kunsthistorikern aufzeigt. Noch im Todesjahr 1864 erscheint die erste Biografie Maximilians II. Und der Verfasser lobt den König als den genialen Schöpfer einer neuen Baurichtung. Die Architekten freilich seien noch weit entfernt von Gesetzmäßigkeit und Klarheit. Und Unwahrheit sei in Massen an den sonst großartigen Bauten der neuen Maximiliansstraße vertreten. Die architektonische Formensprache sei häufig eine unklar stammelnde. In Wahrheit war es wohl umgekehrt der König, der mit seiner ewigen Suche nach neuen Rezepten und neuen Ingredienzien seine fixe Idee wahrmachen wollte, ad hoc einen völlig neuen Stil zu kreieren. Max II. War ein wissenschaftlicher Kopf. Er sah als erster bayerischer Regent die Notwendigkeit, beste Wissenschaftler, beste Chemiker, Physiker, Historiker und Philosophen nach München zu holen und auch selbst mit ihnen zu reden, zu diskutieren, Probleme zu analysieren. Das war auch die Grundidee des Maximilianeums, den begabtesten jungen Menschen des Landes genau diese Möglichkeit zu eröffnen, in diesem Hause mit den großen Koryphäen des Zeitalters zusammenzutreffen. Es sind die Ideen des modernen Managements. Und das gilt auch für seinen Herzenswunsch, in einer Art Computersimulation alle Erkenntnisse der damals ganz modernen kunstgeschichtlichen Forschung über Stilentwicklung einzusetzen, um ein neues Produkt zu gewinnen. Und der König zweifelte am Schluss ja auch wohl nicht an seinen Absichten, nur am Rezept. Er hat den Luxus des Zweifels mit ins Grab genommen. Weitermachen, umsetzen, etwas hinstellen, zu Ende bauen, das musste wie immer Bürklein, der geschmähte Architekt. Das Maximilianeum wurde seine schlimmste Baustelle, ein Albtraum im wahrsten Sinne des Wortes, ein Schicksalsbau, sein Schicksal. Nach langwierigen, kostspieligen Arbeiten der Fundamentierung auf dem unsicheren Hanggrund war beim Tod des Königs nur das Sockelgeschoss der großen Prunkfassade fertig. Dann stagnierte der Weiterbau, weil keine Gelder mehr aus der königlichen Privatschatulle flossen.
Ein Jahrzehnt lang wurde in kleinsten Schritten weitergebaut, während die Kritiker ihre Häme über die neue Straße verbreiteten, wurde das Hauptwerk der Anlage nicht fertig. Auch Bürklein hat die Vollendung seiner Akropole nicht erlebt. Das Maximilianeum wurde erst 2 Jahre nach seinem Tod fertig. Er hat auch die Begeisterung der Münchner Bevölkerung nicht erlebt. Der neue Bau wurde sofort das beliebteste Postkartenmotiv moderner Architektur in München, mit und ohne Vollmond. Seit 1860 hatte Bürklein keinen Auftrag mehr von König Max II. Erhalten, war nur noch mit der Vollendung alter Projekte befasst. Das letzte Lebensjahrzehnt ist er wieder ausschließlich Eisenbahnarchitekt. In genialer Weise erweitert er den Münchner Hauptbahnhof zu einer großzügigen Pavillonanlage mit Arkadengängen, ein Bahnhof von einer südländischen Heiterkeit, eine faszinierende Visitenkarte Münchens. Ein Bahnhof so ganz anders als die protzigen Monsterhallen der norddeutschen Großstadtbahnhöfe der späteren Gründerjahre. Seine fantastische alte Bahnsteighalle wird bei der Erweiterung Kassen- und Empfangshalle. Die Bahnsteige und die Gleise werden weiter hinausgeschoben. Diese seine unglaubliche Halle stand eindrucksvoll bis in die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs. Und bis in die Nachkriegszeit stand noch verschont von den Bomben Bürkleins ältester Bahnhofsteil, ein einzigartiges Dokument der Münchner Eisenbahn- und Technikgeschichte. Beim Wiederaufbau der 50er Jahre hat man es rücksichtslos abgeräumt und dafür einen der langweiligsten modernen Bahnhöfe hingestellt. Augsburg ist da sehr viel respektvoller und glücklicher mit seinem bürkleinschen Bahnhof umgegangen und hat damit einen der schönsten deutschen Bahnhofsplätze erhalten. Das Verkehrsaufkommen der bayerischen Eisenbahnen stieg in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts so rapide, dass Bürklein als Generaldirektionsrat der Verkehrsanstalten fast alle großen bayerischen Stadtbahnhöfe neu bauen musste. Ansbach, Bamberg, Würzburg, Erlangen, Nördlingen. Am schönsten und selbstverständlichsten gelingt ihm die Erweiterung des Augsburger Betriebshauptgebäudes 1869. Trotz seiner Größe und repräsentativen Haltung ein lockerer Bau von südländischem Charme. Bahnhöfe, die heute noch bestens funktionieren und städtebaulich hervorragend in den modernen Verkehrsfluss eingebunden sind. Es war ja nicht nur der Bahnhof allein mit all seiner Technik, den Bürklein damals planen musste, mit Einsteighalle, Ladehalle, Wagenhalle, Koksmagazin, Lokomotivremise mit Anhaltshäusern und Reparaturwerkstatt. Nein, es war ja auch immer eine städtebauliche Entscheidung zu treffen für Bahnhofplatz und Bahnhofstraße zur Altstadt hinein. Das elegante Augsburger Stiegenhaus mit dem fantastischen Geländer aus der Maxhütte zeigt noch einmal die große Stärke Bürkleins, die alle seine Bahnhöfe auszeichnete. Es waren heitere, offene Bauten für ein pulsierendes öffentliches Leben. Der Bahnhof als gesellschaftliches Ereignis. Das entsteht bei ihm ganz selbstverständlich, sparsam, funktional geplant, unter Verwendung modernster Technik von Stahl und Gusseisen. Ein Bahnhof, der heute noch allen Ansprüchen genügt. Neben dem Augsburger Bahnhof plant er damals die Neubaustrecken Kempten-Neu-Ulm, die besonders schönen Bauten an der Strecke Starnberg-Penzberg-Peißenberg, Miesbach-Schliersee-Würzburg-Heidelberg. Eine völlig verrückte Arbeitsleistung eines Einzelnen. Es wirkt, als ob er sich wie besessen von der verletzenden und erbarmungslosen Kritik durch Arbeit befreien will, aber er ist stärker verletzt und getroffen, als er sich zugesteht. Immer schon durch Überanstrengung von geschwächter Gesundheit erkrankt er 1869 erneut. Der Tod seines ältesten Sohnes bei Sedan führt zum Zusammenbruch. Überbeansprucht und erschöpft
wird er 1870 geistig umnachtet, in die königliche Kreisirrenanstalt Werneck eingeliefert. Noch in die Anstalt schreien ihm die Kritiker ihre wütenden Pamphlete hinterher. Wir fordern getrost diejenigen, welche wir als Zeugen eingeladen haben, auf zu erklären, ob eine Zeit vor uns der Kunst größere Schmach angetan habe, als dies der neue Stil in der neuen Maximilianstraße zu München tut. Ob irgendein Land etwas aufzuweisen habe, was an Charakterlosigkeit, Unschönheit und Unwahrheit gleichkommt dieses neuen Stils. Im Namen des edleren Teils der Nation klagen wir euch an, die bildende Kunst schmählich geschändet und der Bildung überhaupt einen lange nachwirkenden Nachteil zugefügt zu haben. Und wir klagen euch an, die Nation und alle Gebildeten gräublich beleidigt zu haben, indem ihr es wagt, eure Machwerke Nationale zu nennen und sie dreist als Beispiele des Stiles der Zukunft den gebildeten Einheimischen und Fremden vorzuführen. Birklein hat sich nie gewehrt. Er war kein Star, kein Brillierer, keiner, der sich in Szene setzen konnte. Er stand stumm da zwischen all diesen Popanzen und Hofschranzen, diesen fachlichen Geiferern. Er war kein Kraftprotz mit gewaltiger Pranke, sondern ein sensibel um Qualität ringender, lautlos untergehend in Arbeit, Arbeit vom Morgengrauen bis in die Nacht. Seine Krankenakte haben wir nicht mehr in Werneck gefunden. Nur in der Pfarrmatrikel steht verzeichnet Birklein Friedrich, Oberbaurat, München, protestantisch, verheiratet, Paralyse. Gestorben am 4.12.1872 früh, 10,5 Uhr. Begraben liegt er in München, am alten Südfriedhof, im Heldengrab seines gefallenen Sohnes. Nach Birkleins Tod stellt sich heraus, dass er seit 1851 für seine Tätigkeit im Dienste König Maximilians nur 2000 Gulden Honorar erhalten hatte. In zweiter Instanz bestätigt das Gericht eine Nachforderung seiner Erben von über 100.000 Gulden. Für Münchens lebendigste, faszinierendste und am besten funktionierende Straße, für Münchens einzigen und schönsten Boulevard, hatte er ein Leben lang umsonst gearbeitet.